Ich höre es zum ersten Mal. Ah. Noch nie gehört. Keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe. Und ich bin völlig weg. Ich bin völlig weg von dieser Inszenierung und von den Bildern, von der Musik sowieso. Aber das ist so der Text, die Bilder, das ist großartig. Das ist geil. Ich bin von dem Aufwand, der hier betrieben wird, total beeindruckt. Also ich bin begeistert. Mir gefällt die Inszenierung sehr gut. Ich kann sehen, was er ausdrücken will. Die Darsteller auf der Bühne, vor allen Dingen die Solisten, sind fantastisch. Also mir persönlich gefällt es sehr gut. Bühnenbild wunderbar, die ganze Gestik fantastisch. Dieser krasse akustische Eindruck, den man halt gewinnt, den ich halt noch gar nicht kenne. Also man ist erstmal total, wird reingesogen so von diesem ja, akustischen Erlebnis. Die Inszenierung war recht schleierhaft, im wahrsten Sinne des Wortes. So viel Schleier habe ich auf der Bühne noch nicht gesehen, aber dadurch wurde es ja auch nicht klarer. Die Koffer, wir fragen uns nach, der Metapher der Koffer. Das ist alles auf die Wagner-Touristen, die weltweit immer zu den Wagner-Spielen reisen, anspielen. But it was a very impressive performance. Ansonsten finde ich es super, ne? Wagner mit dem Orchester, das ist einfach großartig. Wir haben letztes Jahr die Walküre schon gesehen und heute eben die Götterdämmerung. Also ich bin auch ganz begeistert. Sowohl vom Orchester und auch von den Sängern und so. Das ist ganz genial, muss ich sagen. Heutzutage, weil es ja da alles darauf aufbaut, trotzdem noch einen ganz starken Bezug dazu. Ne? Irgendwas triggert das immer noch in einem. Ja, und es ist natürlich eine neue Inszenierung. Es ist ja auch einem relativ einfach gemacht jetzt. Da wieder Bezug drauf zu nehmen. Ich hoffe, die anderen zu sehen, die anderen Teile des Rings. Insofern, I'll be back.